So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 3D Land. Ja, gerade eben habt ihr noch den Secret Exit von 4-2 gesehen. Den habe ich nämlich beim vierten Part vergessen noch reinzuschneiden. Deshalb jetzt hier am Anfang. Ich weiß, bringt uns zwar nichts, ne, der Secret Exit. Weil wir ja eh die 100% machen. Aber ich wollte den trotzdem zeigen. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst, wo der zu finden ist. Und ja, wisst ihr Bescheid? So, was gibt's hier noch? Ich glaube, irgendwo gab es noch einen Tanuki. Wenn ich mich da recht erinnere. Mal schauen. So. Hier gibt es auf jeden Fall eine Starcoin. Das weiß ich noch. So, ist auch die erste. Okay, alles klar. Also bisher ist alles gut. Ne? So. Und ja. Hier haben wir auch wieder die Propellerbox in dem Level. Ich weiß nicht, gab es einen Toad in dem Level? Ich glaube nicht. Oder? Doch, da oben. Ja, aber der zeigt mir bloß den Weg zu einer Starcoin, genau. So war das. Ja, ich glaube, der hatte keine Starcoin. Also, ja, zumindest wenn ich mich recht entsinne. So. Dann hier noch Starcoin 2. Na, hoppla. Ja, das war ein bisschen zu niedrig. So. Ich glaube, hier konnte ich mir einen Tanuki holen. Hier bei dem Typi, ne? Genau. Und den brauche ich, glaube ich, auch für die dritte Starcoin. Ich meine, die war hier oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Einfach, weil ich das Spiel schon so ewig nicht mehr gezockt habe. Aber, ja, vielleicht erinnere ich mich ja richtig. Nee. Nee, hier gab es bloß so Ringe. Stimmt, ich glaube, die dritte Starcoin, die war auf einem einzelnen Block oder so. War das so? Ich weiß es nicht mehr. Ach, da hinten sehe ich sie. Da hinten sehe ich sie, jawohl. So. Okay. Kann ich sie jetzt noch kriegen? Ja. Und zwar genau so. Ah. Ist schon gefährlich hier, der Schluss vom Level. Muss man schon dazu sagen. Ah, na hoppla. Und da bin ich auch tot. Scheiße. So, jetzt dürfte das aber klappen, hoffe ich mal. So, ja, okay, jetzt hat's gepasst, ja. Kleiner Fail, aber passiert, ne, mein Gott. Ist ja auch nicht so schlimm, ne. Ich finde trotzdem, dass ich gut vorankomme und ja, jetzt geht's ins fünfte Schloss, beziehungsweise ja, ins zweite Schloss, ins Schloss von der fünften Welt, so rum. Und hier brauchen wir tatsächlich auch 50 Starcoins, um das Schloss überhaupt freischalten zu können. Bisher war es ja immer so, dass wir bloß Secret Level freischalten mussten mit den Starcoins. Aber hier ist es jetzt auch mal notwendig für ein Schloss, für ein Boss Level. Ne? Also das heißt, hat man hier nicht 50 Starcoins zusammen, ja, muss man noch ein bisschen Backtracking betreiben. Davor war es noch nicht so schlimm, aber jetzt braucht man das wirklich mal. Ausnahmsweise, ja, ist ja krass, ne, ist ja krass schwierig, dass die so etwas von einem verlangen. Das geht ja mal gar nicht. Aber ich erinnere mich an das Level, ja, ja, das war mit diesen sinkenden Plattformen und so, ja, ja. Damals war das noch richtig schwer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich heute hier anstelle. War hier nicht sogar irgendwo ein Item? Ne, anscheinend nicht. Ah, aber hier war eine Starcoin hier oben. So. Okay. Ja, die gönnen wir uns natürlich auch. So, warte. Die Blume nehme ich auch mal mit. Warum nicht? Ne?
Kann man sich ja auch mal gönnen. So, da gibt es auch die zweite Starcoin. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen mit diesen Plattformen, ne, dass man die auch gut erwischt. So, ich versuche mal die roten Münzen zu kriegen. Geht das klar? Ich glaube schon. Ja, geht klar. Und dann kriege ich einen One-Up. Ja, weil ich die Feuerblume schon habe. Genau. So ist das ja. Ne? So, und ich meine, hier oben war auch die dritte Starcoin. Bei den Turms. Kann das sein? Ne, wo war denn die? Ah, die war hier. Hier war die. Okay. War das dann in einem anderen Level, wo die auf dem zwischen den Turms war irgendwie? Und vielleicht habe ich das irgendwie verwechselt mit einem späteren Level. Ich weiß es nicht. Ah, hier habe ich jetzt leider nicht den Tanuki Mario, sonst könnte ich hier auch wieder gut was überspringen. Ne? So wie in Welt 1. Genau. Wisst ihr ja bestimmt noch, ne? In Welt 1, da kann man einfach rüberschweben, wenn man den Tanuki Mario hat. Und ja, in Welt 1 ist es sehr wahrscheinlich, dass man den Tanuki Mario noch hat. Einfach, weil man den da noch ziemlich oft kriegt. Ja, Welt 1 halt, ne? Kennt man ja. So, aber jetzt hier seht ihr mal richtig, wie der Kampf geht. Ne? Na, hoppla. Ich dachte, ich wäre an ihm vorbeigesprungen. Aber anscheinend nicht. Egal. Trotzdem besiegt. Ja, und das ist aber auch wie in Welt 1 ein Fake Bowser, werdet ihr gleich sehen. Das ist nämlich einfach nur, ja, ein Magikoopa mit Tanuki-Schweif, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, bloß in der letzten Welt ist Bowser echt, habe ich ja schon erwähnt, so wie in Super Mario Bros. 1 eben. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber Super Mario Bros. 1 habe ich natürlich auch Let's Played. Könnt ihr euch anschauen. Wann habe ich denn das Let's Played? Ich glaube, das war sogar noch relativ zu Beginn im Jahr 2019. Kann das sein? Ich glaube schon. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall habe ich auch schon Let's Played, Leute. Ne, wisst ihr Bescheid? So. Und jetzt geht's in Welt 6. So, wir kriegen wieder einen wunderschönen Brief mit Wackelbild. Ne? Ja, wo ist denn der Brief? Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Hä? Wo ist er? Mario, guck doch. Hinter dir. Mein Gott. So, und hier haut Peach jetzt auch endlich mal zu. Ne? Sie ist wohl doch nicht so schwach, wie sie immer vorgibt, ne? Die gute alte Peachy Quichy. Okay. Wäre das auch geklärt? So. Und mit Welt 6 fangen wir heute natürlich auch noch an. So, Welt 6, 1. Ja, das war so ein kleines Strandlevel. Das war auch recht schön. So, hier direkt Starcoin Nummer 1 hinter diesen Klippen versteckt. Damals, als ich die Verstecke noch nicht so gut kannte von den Mario-Spielen, da habe ich ewig nach dieser Starcoin gesucht. Das weiß ich noch. Aber ja, wenn man ein bisschen genauer sucht, dann findet man die schon relativ leicht, würde ich behaupten. So, kann ich hier noch irgendwo ein Tanuki-Blatt hier bekommen? Das wäre eigentlich cool. Ne, anscheinend nicht. Na, hoppla. So. Okay. Ja, auch in Ordnung. Ich dachte, ich kann von den Goombas ein Tanuki-Blatt mitnehmen. Aber entweder war das in einem anderen Level oder ich habe mich getäuscht. So. Hier gibt es, glaube ich, Starcoin Nummer 2 unter Wasser. War das so? Ja, ich glaube schon. So, hier auch wieder rote Münzen. Die wollen wir natürlich haben. So. Vielleicht kriege ich ja was Schönes. Ne? Na, hoppla. Kriege ich das noch? Ah, komm. Das hätte noch, das hätte man noch zählen lassen können. Naja, aber egal. Kriegen wir auch so hin. Ne? No Item Challenge. ne, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Als Projekt. In Super Mario 3D Land. Damals halt noch in schlechter Quali, aber ja, kann man sich natürlich trotzdem anschauen, wenn man will. Ja, okay, zwei Feuerblumen. Schade. Ja, Tanuki-Blatt ist natürlich immer noch am coolsten. Aber egal. Das passt schon. So, hier natürlich aufpassen mit den Cheep-Cheeps. So, und hier gibt's Starcoin Nummer 3.
So, und da mit den Stachelfischen muss man auch aufpassen, ne, dass die einen nicht erwischen. Wow, das war gerade, glaube ich, knapp, oder? Sah zumindest knapp aus. So. Ah, schade. Nicht die Zielfadenspitze. Hätte ich jetzt schon gedacht, aber anscheinend nicht. Okay, schade. Aber macht nichts, ne? Satz mit X, das macht nichts. So, ein 6-2 machen wir auch noch, würde ich sagen. Ja, das ist ein kleines Pyramidenlevel. Und ja, das machen wir heute noch. Und ich glaube, dann sollte das eine gute Partlänge haben, ne? Ja, und beim nächsten Mal beenden wir dann Welt 6 wahrscheinlich auch schon wieder. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Ja, sollte gut hinkommen. So, hier ist auch schon direkt Starcoin Nummer 1. Aber hier gibt es natürlich auch einige Fallen, wie man es aus Pyramiden kennt, ne? Einige Fallen, ja, die ein bisschen austricksen wollen. So, hier fährt zum Beispiel der Boden hoch und runter, ne? So, hier gibt es Starcoin Nummer 2. Kennt man ja auch ab und zu, dass man in solche Lücken rein muss. Das war auch ein relativ beliebtes Versteck hier in Super Mario 3D Land, sag ich mal. Ah, na hoppla. Jetzt wechseln die sich ab, oder wie? Na hoppla. Darf ich jetzt bitte wieder hoch? Ja, das wäre super, wenn ich da wieder hoch darf. So. Jawohl. Ah! Jetzt lass mich doch da hoch. Mann. Okay. Und hier ist dann der Checkpoint. Jawohl. Natürlich auch aufpassen mit den Stacheln. So, was war denn hier drin? Weiß ich gar nicht mehr. War hier nicht irgendein Item? Ich guck mal. Bis er wieder hoch geht. So. Nee. Okay. Schade. Ich weiß noch, Starcoin 3 war, glaube ich, relativ fies. Ja, ja, die war hier drüben. Hier drüben war die. Und hier oben war noch ein One-Up, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Jawohl. So, ein Starcoin 3. Na hoppla. Ist da drüben. ihr seht ja da links diese kleine Lücke. Und da muss man aber hier noch aufpassen. Da kommen noch so Stachelbälle runter. Ne? Ja, kann fies sein, ne, wenn man es nicht weiß. Und ich weiß noch, damals fand ich das auch relativ fies. So, ich glaube, hier gab es aber ein Tanuki-Blatt, oder? Jawohl. Hier gab es das. Da habe ich mich bloß getäuscht. Jawohl. Hier natürlich auch aufpassen. So. Ja, die Red Coins, die lassen wir mal, würde ich sagen. Die brauchen wir nicht. Wir haben ja ein Tanuki-Blatt. So, und dann geht's ab ins Ziel, würde ich sagen. So. Komm her. Jawohl. Da das One-Up nehmen wir natürlich noch mit. So, und dann hier hoch. Jawohl. War auch ein cooles Level, ne? Muss ich schon sagen. Das Pyramiden-Level mag ich sehr, sehr gerne, ne? So ein, Wüstentempel hatten wir ja schon in Welt 3. Jetzt so eine Pyramide. Ja. Cool auf jeden Fall, ne, würde ich sagen. Und ja, das war's vom Part, Leute. Lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.